Da bin ich wieder mit ganz tollen, interessanten Sachen für euch. Ihr wisst, dass meine Familie gerade aus Deutschland angereist ist und hier Urlaub bei mir in der Türkei gemacht haben. Und deswegen habe ich natürlich wieder eine Großbestellung im Internet aufgegeben. Und ich habe ein paar tolle Sachen für euch und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Auch ein paar Produkte von den YouTubern sind dabei, weil an diese Produkte bin ich jetzt bis jetzt hier noch gar nicht gekommen. Ich bin gespannt, wie diese Sachen so sind und ich würde sagen, los geht's. Es ist zum größten Teil Beauty dabei und so ein paar nützliche Sachen für den Alltag und ja. Ich würde sagen, wir fangen mit dem teuersten Produkt an und da war ich so ein bisschen am muss das jetzt, weil es war nicht gerade billig, was ich jetzt dafür ausgegeben habe. Und zwar ist das ein Make-up-Pinsel-Set von der Marke Zoeva. So sieht es aus und zwar sind dort, glaube ich, 15 Pinsel drin. Ich habe die Pinsel schon fast alle durch, also ich bin wirklich sehr angetan von diesem Pinsel. Ich bin so ein bisschen im Clinch, nicht im Clinch, aber ich habe damals so einen schlechten Eindruck von dieser Marke bekommen, aufgrund eines Mailverkehrs, das meiner Meinung nach nicht so gut abgelaufen ist. Und deswegen habe ich bis jetzt immer diese Marke vermieden, weil ich dann immer so trotzig bin und sage, ne, ey, wenn die mir so kommen, dann komme ich denen so. Aber das ist jetzt schon echt 6 Jahre oder so her und jetzt habe ich mir gedacht, komm, gibst du der Marke Zoeva eine Chance? Und ich glaube, die haben sich jetzt auch relativ getan. Das ist das Pinselset. Das kommt mit einer Klatsch. Und wie gesagt, 15 wunderschöne Pinsel drin in der Farbe Rosa. Und wie gesagt, ich habe schon alle, fast alle durch. Und ich kann euch jetzt schon sagen, welche meine Lieblingspinsel sind. Die 134, dieser Highlighter-Pinsel, oh mein Gott, der ist einfach perfekt. Die 322, der Augenbrauen-Pinsel, damit kann ich das im Nu ausfüllen und habe perfekte Augenbrauen. Die Nummer 108, der Face Finish Brush, ich glaube, die kann man auch alle einzeln kaufen. Also für mich hat er einfach die perfekte Größe, um hier so ein bisschen Bronzer und so weiter, Puder aufzutragen. Und ja. Aber ich wollte halt so ein Set haben, wo ich zum Beispiel auch in Urlaub fahren kann und dann einfach alles mit dabei habe. Und so, ja, ich bin auf jeden Fall hellauf begeistert und sehr, sehr zufrieden. 130 Euro, wie gesagt, ist ein bisschen teuer, aber ihr habt da wirklich lange was von. Jetzt kommen wir zu etwas, wo ihr wahrscheinlich sagt, im Sommer? Im Sommer? Ja, gerade im Sommer ist das nämlich richtig geil, weil die meisten Sachen im Sommer für den Winter reduziert sind. Ich habe bei Stiefelparadies mir diese Overknee-Stiefel bestellt. Diese Overknee-Stiefel bestellt, die ich schon, ich glaube, vor 5 Jahren mir schon mal gekauft hatte. Und irgendwie waren die nach den ganzen Umzügen verloren gegangen. Und als ich die jetzt letztens im Internet wieder gesehen habe, dachte ich so, wow, die muss ich jetzt wieder kaufen. So sehen die aus. Und die waren im Angebot für 38 Euro und da habe ich gleich zugeschlagen. Ich liebe die. Das Gute an denen ist halt, dass die, ich habe ja halt ein bisschen eine dickere Wade als alle anderen und das sind die einzigen, die so bei mir halt über die Wade passen, ne? Und ja, wenn ihr mich auf Instagram verfolgt, verlinke ich euch hier, dann habt ihr wahrscheinlich schon ein paar Bilder gesehen, wo ich diese Stiefel anhabe. Und ja, darüber habe ich mich wirklich am meisten gefreut. Die zwei Produkte, die hier auf dem Boden liegen, die zeige ich euch. Das Beste kommt zum Schluss, würde ich sagen. Ich war zwar nicht von der lieben Paola Maria zu ihrer Lounge-Party eingeladen, weshalb auch immer. Alle anderen waren da, nur ich wahrscheinlich wieder nicht. Ist auch egal. Und zwar ihre Augencreme habe ich mir bestellt. Entschuldigt bitte, dass die Verpackung so ein bisschen, ja, das kommt von dem Koffer. Habe ich jetzt bis jetzt schon ausgetestet. Für den Preis kann man absolut nicht meckern, also da könnt ihr nichts falsch machen. Hier steht Augencreme mit Manuka-Honig-Extrakt und ja, ich glaube, das hat jetzt 2,95 € gekostet. Und das Ganze ist entstanden mit, also das ist jetzt wahrscheinlich die DM-Eigendruckeriemarke, weil DM hat das selber hergestellt. In Kooperation mit Paola Maria, glaube ich. Also, ja, kann ich jetzt nichts weiter zu sagen. Habe es schon ein paar Mal benutzt und finde es eigentlich ganz okay. Zu den Inhaltsstoffen kann ich leider nichts sagen, weil ich da jetzt bei CodeCheck oder so jetzt nicht reingeguckt habe. Wenn ihr mehr darüber wisst, könnt ihr mir das gerne sagen. Und dazu natürlich auch, es hat ja eine ganze Serie, habe ich dann auch dieses Schaumreinigungsschaum von der Paola Maria bestellt, von Lovely bestellt und da muss ich sagen, da war ich hellauf begeistert, weil mit einmal Waschen, das sogar mein komplettes Augen-Make-up runtergenommen hat. Übrigens hatte ich an dem Tag natürlich kein Wasserfestes drauf, aber es war alles komplett runter und ich war, für den Preis könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir für euch. So, dann habe ich mir bei Douglas bestellt, einmal von Laura Mercier, so ein Set.
Das zeige ich euch jetzt. Ich habe es alles für euch extra in der Originalverpackung gelassen. Das sind halt immer so schöne Reisegrößen. Ich liebe ja so Reisegrößen, ne? Haben wir hier einmal den Face Primer, dann haben wir hier einmal das transluzente Setting Powder und einmal ein Mineral Illuminating Powder. Das hat so Glanz mit da drin. Das sah eher so ein bisschen aus wie ein Highlighter. Aber das kenne ich ja, damit war ich immer sehr zufrieden. Und jetzt habe ich halt auch nochmal den Primer und da war hier in der Mitte noch so ein Puff. Und ich glaube, das Set hat 33 € gekostet. Ist zwar ein bisschen für so kleine Mini-Reisegrößen teuer, aber dann hat man halt auf jeden Fall etwas, wenn man sich jetzt nicht die Originalgröße kaufen möchte, dann kann man erstmal so eine kleine Reisegröße probieren. Und ja, ich finde das immer wieder gut, weil ich möchte halt nicht immer diese riesen Dinger mitschleppen, wenn ich in Urlaub fahre oder so. Und da finde ich diese kleinen halt immer ein bisschen praktisch. Dann habe ich mir von der Marke Catrice Stick im Mirror gekauft. Das sind so eine Klebespiegel. Ja, Klebespiegel. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mir hier hinten über das Apple-Logo einfach mal einen Spiegel draufgeklebt, weil so kann ich immer direkt. Ja, das kannst du auch über die Kamera machen, aber ich finde, die Kamera ist immer nicht so präzise wie ein Spiegel. Deswegen habe ich mir das hier das Loch reingeklebt. Also, ihr kennt das, ihr habt manchmal so Kosmetiksachen, wo kein Spiegel drin ist. Dann könnt ihr einfach jetzt hier dieses Spiegelset rausnehmen und euch das dann da reinkleben, wo es dann halt reinpasst. Und da sind so verschiedene zwei große drinne, einmal so für Paletten und drei, vier kleine Stücke. Also das war jetzt auch nicht so teuer, aber das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil mich ärgert das wirklich manchmal, wenn ich so meine Augenbraue anmalen will und da ist dann kein Spiegel drin. Dann denke ich, oh Scheiße. Dann habe ich mir ein Paintpot von MAC gekauft, das Soft Ocre. Das habe ich versucht, jetzt hier seit Monaten über online zu bestellen. Es ist ständig ausverkauft. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, ey, come on, bestellst es dir einfach in Deutschland. Und ja, all-time-favorite. Ich habe so ein bisschen Probleme, das immer so einzuarbeiten, weil ich das Problem habe, dass das immer so schnell, weil ich das Gefühl habe, dass es das immer so schnell trocknet. Aber ansonsten die Tragedauer, der Lidschatten und so auf jeden Fall top. So, nochmal was Unspektakuläres. Es haben jetzt so ein bisschen Schwierigkeiten, nachts einzuschlafen. Deswegen habe ich den schneller Einschlaftabletten geholt, auch von DM. Und da ist halt Melatonin drin. Ne? Und Melatonin ist ja dieses Hormon, was nachts produziert wird, damit man schneller einschlafen bzw. das Schlafhormon ist. So, als ich aber leider, leider, leider hier in diese Zutaten geguckt habe, nachdem ich das in der Hand hatte, stand hier leider drinne, dass als zweites Produkt hier Gelatine drin ist und deswegen kann ich ihm das jetzt erstmal nicht geben. So, hierauf bin ich richtig gespannt und zwar ist das von Ebeline so ein Teil, habe ich im Internet entdeckt. Damit kann man sich die Haare so eindrehen, so, ne, kennt ihr so. Und dann kann man entweder damit schlafen oder das trocken fühlen und dann soll das halt natürliche Wellen ergeben. Das habe ich bis jetzt nicht ausgetestet. Das habe ich mir leider bestellt, bevor ich meine Haare abgeschnitten habe. Und jetzt habe ich natürlich diese kurzen Haare und habe den Salat. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das damit eindrehen könnte, weil meine Haare halt so kurz sind. Aber das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und auch passend dazu leider bestellt, als ich auch, wie gesagt, lange Haare habe. Ich kann mir jetzt natürlich nicht mehr diesen hohen, mega hohen Schwanz, Pferdeschwanz machen, wie halt mit längeren Haaren. Und da habe ich mir halt dieses Pony-Puffin bestellt. Und ich dachte aber leider, dass da irgendwie ein Loch oder irgendwie das da mit drin wäre. Und das ist aber leider nur so ein Gummiteil. Versteht ihr? Womit ihr hier das in den Zopf reinmacht. Und dann soll der Zopf halt ein bisschen fülliger und steiler aussehen. Und ganz ehrlich, ich habe für das 15 € glaube ich bezahlt. Und 15 € für so ein Stückchen Silikon finde ich echt schon ein bisschen heftig. Und da war ich so ein bisschen enttäuscht. Aber das Produkt verspricht mehr Fülle, mehr Umfang, mehr Push-up, starker Halt, unsichtbar. Okay, aufgrund der Farbe. Vegan, Latex-free und made in Germany. Alles klar. Aber das war mir doch im Nachhinein ein bisschen zu teuer. Aber ich werde das Ganze natürlich jetzt hier aufbewahren, damit wir das irgendwann, wenn mein Haar wieder wächst und das wächst gerade aufgrund der Schwangerschaft wie Unkraut. So, jetzt kommen wir nochmal zu einem YouTuber-Produkt. Ich habe hier noch ein paar. Und zwar zu dem Shampoo von der lieben Xlaeta. Das war das New. Ich liebe den Duft. So, das ist nicht mit DM entstanden, sondern Hersteller ist Swiss Consumer Goods. Okay.
Und diese Spülung und das Shampoo verspricht brisenzartes Streichelhaar. Es ist vegan, ohne Silikone, verlockender Glanz, paradiesisch sanfte Reinigung und hautverträglich soll das Ganze sein. Und wie gesagt, der Duft ist wirklich wie für mich gemacht. Also ich finde auch das Design richtig schön, die Verpackung richtig schön. Es ist halt teurer als ein übliches Shampoo. Ich glaube, ich habe dafür 3,50 bezahlt. Oh, lass mich nicht lügen, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr, aber es ist, glaube ich, ein bisschen teurer als die üblichen Shampoos. Und kann das jetzt mehr als die anderen Shampoos? Das weiß ich jetzt nicht. Aber allein der Duft und weil ich natürlich meine YouTuber-Kollegen gerne, gerne unterstützen möchte, habe ich das natürlich gekauft. Und ja, also bis jetzt bin ich hellauf begeistert und der Duft, wie gesagt, die Haare, der reicht mir schon. Dann habe ich noch ein YouTuber-Produkt und zwar, das kennt ihr auch alle. Da bin ich richtig, da in dieses Produkt bin ich richtig vernarrt seit Monaten. Und ich hatte leider davon nur 2 Stück gekauft. Und was dann passiert ist, war folgendes. Während mein Mann geduscht hat, hat er immer mein Duschgel alle benutzt. Ja, hallo. Benutzt doch dein Männerduschgel und nicht mein liebes Shantytan-Fahrduschgel, ja. Und ich glaube, Seda, ich schwöre es euch, ist überall abgeklappert. DM, Rossmann, Rewe, was ich mag, kauft. Die hat das nirgendwo gefunden. Ich weiß am Ende gar nicht, wo sie es gefunden hat. Aber dann hat sie mir leider nur 4 Stück mitgebracht. Hallo, 4 Stück. Das geht doch so schnell alle. Und ja, also das riecht so schön nach Wassermelone und Mandelmilch. Und dieser Duft, jedes Mal, wenn ich dusche, dann kriege ich so. Ich kann das gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall fühle ich mich beim Duschen immer. Ihr kennt ja wahrscheinlich diese ganze Werbung, wo ihr denkt, so Gott, ey, übertreibt ihr nicht gerade so ein bisschen beim Duschen, wo die dann so schäumen und so. Genauso geht es mir, wenn ich das benutze. Also, liebe Shanti, wenn du noch ein paar gebunkert hast und die nicht brauchst, kannst du sie mir gerne schicken. Noch ein YouTuber-Produkt. Darauf war ich nämlich am meisten gespannt, weil das halt so gehypt worden ist und alle ausgeflippt. Das ist schon ein bisschen älter. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran. Aber das ist das Parfüm von Shirin David, created by the Community. Die Verpackung ein Traum. Und als wir das dann geöffnet haben, wieder die Verpackung ein Traum. Ich war richtig hellauf begeistert. Also da hat sie, glaube ich, was richtig Schönes auch mit diesem Kristall. Wir lieben, wir Frauen, Diamonds are Girls Best Friend, wissen wir alles, ne? Ich kann den Duft nicht beschreiben. Also ihr habt wahrscheinlich alle schon 100.000 Mal dran gerochen. Es ist ein bisschen. Ich finde, es ist nichts für so. Teenies. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Parfüm für eine 12-Jährige ist, ja. Aber für mich ist dieser Duft auf jeden Fall tragbar, weil es schon ein bisschen härter ist. Ich weiß nicht, was da drin ist. Keine Ahnung. Müsste ich jetzt mal nachlesen, aber hier steht irgendwie auch nichts. In der Beschreibung auch nichts. Nö. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, wonach das genau duftet. Aber es ist, wie gesagt, für meine Duftverhältnisse nichts für eine 12-Jährige, ja. Aber. Schön. Also das mag ich jetzt gar nicht so oft brauchen. Ich mag halt immer, ihr werdet wahrscheinlich sagen, oh, das ist einer der Klatsche, aber ja, das sind für mich so Erinnerungsstücke, versteht ihr? Vielleicht kann ich in 10 Jahren, in 15 Jahren, oh, guck mal, ich hätte mal hier so ein Shampoo von Xylitol oder einen tollen Duft von, also ich glaube, das würde ich auch nicht wegschmeißen oder so. So, dann habe ich mir noch 2 Düfte bestellt, Leute. Und einen Duft habe ich mir sogar blind bestellt. Ich hatte keine Ahnung, wie das riecht. Und da habe ich jetzt einfach nur den Geschmack meiner Freundin vertraut. Und sie meinte, das riecht so toll. Und dann habe ich mir das bestellt. Und sie hat vollkommen recht. Und zwar ist das von Yves Saint Laurent, das Manifesto. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Ich kannte es gar nicht. Und ich weiß jetzt gar nicht, was ich dafür bezahlt habe. Aber ihr seht, ich habe das schon benutzt. Und das ist. Ich liebe es. Also, es riecht. Es riecht blumig, es riecht ein bisschen. Ich kann es nicht. Ich bin eine Niete im Beschreiben, vergesst es. Aber wer es kennt, wie gesagt, der weiß, wie es riecht. Und I'm in love. Ohne Scheiß, ich liebe das. Und dann war ich aber ein bisschen geizig und wollte eigentlich mein lang ersehntes La Vie est Belle, was ich ja seit 20 Jahren schon benutze, gefühlte. Mir nachkaufen, ich war so geizig und der Euro ist momentan 5,88 und umgerechnet Scheiße, dachte ich, ne? Ah, nee, lieber nicht. Da habe ich mir einfach mal die Fälschung davon, glaube ich, gekauft. Und zwar auch bei DM bestellt. Larif, the Queen of Life. Und das hat, glaube ich, nur 5 € gekostet. Da war ich jetzt nicht so knautscherig, ne?
Ich bin jetzt eigentlich auch kein Mensch, der wirklich knautscherig ist, aber ich denke mal, dann jetzt hast du zwei Parfüms, dann machst du die erstmal leer und dann kannst du das auch nochmal benutzen. Und das kommt hier in so eine Riesenbuddel, Leute. Und es riecht zwar nicht ganz so natürlich wie das wie ihr Bell, aber es kommt dem schon sehr, sehr nah, Leute. Und ja, wer sich das andere nicht leisten kann, kann sich das vielleicht holen. Dann habe ich mir mein heißgeliebtes MAC Prep and Prime, das Fix Plus, bestellt. Ich mag das eigentlich sehr gerne. Also das nimmt mir immer dieses Pudrige aus dem Gesicht. Ja, aber ich mag, das Einzige, was ich daran nicht mag, ist, dass das mir zu, dieser Sprüh-Dings ist mir zu, Also das ist nicht so fein, so ein feiner Sprüh, sondern so ein, manchmal bist du so ein Tropfen sogar im Gesicht, versteht ihr? Also das ist das Einzige, was mich daran nervt. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht eine Flasche finde und das umfüllen kann, aber das liebe ich so als Setting Spray dann immer noch mal nach dem Make-up und findet ihr übrigens mein Make-up. Sorry für meine Haare, das war so ein kleiner Bettlook, ne? Aber mein Make-up ist heute on fleek. Dann habe ich mir von Too Faced das Kakao. Das Kakao-Kontur-Set bestellt. So sieht es auch. So sieht es aus. Und das ist von Light to Medium Kit. Ich wollte halt so ein Kontur-Set haben, was ich dann auch mit in Urlaub nehmen kann und dann halt nicht tausend einzelne Produkte mitnehmen muss, sozusagen. Ne? Und ja, so sieht es aus. Mit einem Pinsel mit dabei und da ist auch ein Spiegel drin. Und was ich jetzt ganz geil finde, ist halt diese Konturfarbe. Weil das ist einfach eine Konturfarbe und nicht eine Bronzerfarbe. Ich hasse das, wenn manche Konturfarben aussehen wie ein Bronzer. Und ihr seht jetzt auch den Unterschied, Leute. Das ist ein Bronzer und das ist Kontur. Das geht mehr ins Aschige und das ist mehr so ins Warme, versteht ihr? Dann haben wir hier noch so ein bisschen einen Aufheller für unter so ein Settingpuder. Und dann haben wir hier noch so ein bisschen so Glitter und Glanz. Und ja, und ein Pinsel. Und dieser Pinsel ist so weich, Leute. Und ich glaube, das hat auch um die 35 Euro gekostet. Aber ich merke richtig, die Qualität von diesen Sachen, Qualität macht wirklich auch auf der Haut, muss ich sagen, den Unterschied. Also ich kenne natürlich auch ein paar günstige Produkte, wo ich sage, wow. Aber ich merke einfach, wenn einige qualitativ hochwertige Produkte sehen an meiner Haut einfach besser aus. So, die Tüte ist leer. Die letzten beiden geilen Produkte liegen hier auf dem Boden und die zeige ich euch jetzt. Ich habe mir auf Amazon einen Kosmetikspiegel bestellt. Der war im Angebot, Leute. Und guckt euch den mal an. Tatatatat. Tatatatat. Jetzt seht ihr wahrscheinlich auch die Kamera, ne? Und das hat hier mit Licht. Da würde ich auf jeden Fall Duracell-Batterien empfehlen, weil ja, Zweifachvergrößerung, Dreifachvergrößerung, dann habt ihr hier euer Licht. Und Leute, das macht so den Unterschied. Und ich sehe gerade Mamacita. Wow, ich sehe heute echt nicht schlecht aus, ne? Und dann hat das hier noch so einen Ständer. Könnt ihr dann hier so ranklicken und dann könnt ihr das hier noch so bewegen, wie ihr das möchtet. Und ich liebe das. Und es war im Angebot auf Amazon. Ich verlinke es euch hier nochmal. Es war im Angebot von 70 Euro auf 24 runtergesetzt. Und da dachte ich so, nee, das muss kein, also diesen Spiegel, den werde ich jetzt nicht nur auf Reisen, sondern wirklich tagtäglich benutzen. Und Licht macht wirklich einfach so viel aus. Und mit Licht kann man definitiv besser schminken. Und so sieht das Ganze aus. Und ich empfehle euch das auf jeden Fall. Ich habe leider seitdem bei mir eingebrochen wurde vor ein paar Jahren und ich alleine war im Schlafzimmer und plötzlich ein dunkler Mann bei mir im Schlafzimmer stand und wir uns im Schrecken gegenüberstanden. Die, die mich seit Jahren verfolgen, die wissen das. Stell dir vor, du schläfst nachts, wachst dann durch ein Geräusch auf und dann ist plötzlich ein Mann in deinem Schlafzimmer und steht vor deinem Bett. So. Und seitdem ich. Wenn ich manchmal kommt mir das so wieder hoch, dann krieg Albträume nachts, ne? Ich kann immer noch nicht schlafen und ich glaube, auch Jahre später muss ich jetzt wirklich in psychische Behandlung, weil ich das nicht verarbeiten kann. Ich kriege nachts immer noch, wie gesagt, Albträume, habe Angst, auch wenn mein Mann da ist. Natürlich kannst du alles absichern und bla bla bla, aber ich habe halt ein Problem. Ich kann nicht einschlafen, wenn irgendwo ein Licht brennt, so, ne? Und mein Mann sagt dann, naja, dann lass doch das Licht brennen. So, aber das geht halt bei mir nicht, weil wenn das Licht brennt, kann ich erst recht nicht einschlafen. So, und jetzt habe ich mir etwas geholt, das habe ich nämlich bei meinem Vater gesehen. Das ist ein TV-Simulator. Zack. Also, das heißt, wenn es bei uns abends dunkel wird, springt dieses Ding, auch wenn ihr nicht Fernsehen guckt, an und simuliert, als ob man Fernsehen gucken würde.
dieses Flackerlicht. Das blende ich euch jetzt hier auch nochmal ein, wie das aussieht, wenn das nachts anspringt. Und das kann man so einstellen, dass das dann halt, wenn, auch wenn man nicht zu Hause ist, dass das automatisch anspringt, so dass das dann von außen aussieht, als wäre jemand zu Hause. So, und ich habe auch beobachten können, dass dieses Flackern nicht immer dasselbe Flackern sind, sondern man erkennt dadurch kein Muster und man erkennt wirklich nicht, dass das kein Fernseher ist. Und das gibt mir natürlich nachts so ein bisschen auch die Sicherheit, dass wenn einer von draußen guckt, dass er denkt, okay, der ist selber zu Hause, da gehen wir lieber nicht rein. Und ja, das gibt mir so ein bisschen sichereres Gefühl. Ich weiß, das ist total idiotisch, weil, oder auch nicht, aber ich weiß jetzt, ich glaube, das hat 13 Euro gekostet und das rettet mir momentan meine Nächte. Du hast doch einen liebevollen Mann bei dir, ja, aber ich habe trotzdem Angst. Und manchmal ist es auch leider so, dass Sami geschäftlich verreisen muss und deswegen ist er dann ein paar Tage nicht da und dann bin ich halt mit Hamza alleine zu Hause und dann habe ich höllische Angst, Leute. Ich habe richtig panische Angst. So, das war mein kleiner Einkauf. Ich glaube, das Video geht jetzt auch schon so lange. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein paar tolle neue Sachen zeigen und bis jetzt bin ich von allen Sachen wirklich hellauf begeistert und ich freue mich, dass ich die Sachen bestellt habe. Aber am meisten habe ich mich wirklich über die Stiefel gefreut. So, und ich würde sagen, wir sehen uns dann ganz demnächst wieder. Ich würde euch nämlich gerne das nächste Mal auch zeigen, wie meine Eltern erfahren haben, dass ich schwanger bin, weil das habe ich nämlich alles auf Video und dessen Reaktion und die Reaktion meiner Cousine und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, das zeige ich euch das nächste Mal und dann würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Eure Evu. Tschüss.